Guten Abend. Eine Denkaufgabe und zwar ein Nachtrag zu diesem Thema. IQ ist nichts, Verblödung ist alles. Ja, ich weiß, Unbildung heißt das normalerweise. Ich habe mich gewundert, ich komme gleich zu dieser Kurve, und zwar ein gewisser Verdacht erhärtet sich bei mir und ich bin gespannt, ob es Ihnen, meine Damen und Herren, auch so geht. Und zwar, kommen wir ganz zuerst zu dieser Kurve, und zwar, ich hatte mich über die Statistik gewundert, was ein ganz bestimmtes Video die ganze Zeit ganz groß angeguckt wurde. Es waren sehr viele Zugriffe, mehr Zugriffe als bei vielen YouTuber-Kolleginnen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und so weiter und so fort. Und dann plötzlich war Ruhe, Schluss, Niente, still. Gucken wir mal kurz, um welches Thema es geht. Und zwar habe ich dann gleich eingegeben, Mathematik, Lehrbuch. Was schreiben die darüber über Gleichungen lösen? Und sehr traurig, was da zu lesen ist. Da gibt es lauter 10-Minuten-Trainings und Extra-Bücher, die sich also dieses Themas angenommen haben. Daniel Jung, den Mann, den achte ich, der hat wirklich Ahnung von Mathe, der kann das, ganz im Gegensatz zu anderen Leuten, die da nicht mal wissen, worum es geht. Es gibt auch Videos, aber die erklären es auch alle nicht mehr. Was ist nur los? Natürlich, es ging um dieses Thema Gleichungen lösen. Ich habe das eingegeben und da kommt als erstes eine Anzeige, also das ist es nicht, und es kommt der gute Lehrer Schmidt. Dann kommt Mathematrix, eine intelligente Frau und hübsch ist auch noch. Ja, aber die fängt auch nicht gleich mit den einfachen Dingen an. Nein, da kommt ein Gleichsetzungsverfahren bei Lehrer Schmidt und so weiter. Und naja, wer das anguckt, der weiß, weshalb die Leute nichts können sollen. Ich sage das jetzt mal ganz brutal, weil das gefällt mir auch nicht. Gehen wir in dieses Thema Gleichungen lösen. Daniel Jung, der ja auch zu Anfang, der macht sich da keinen großen Kopf. Der wendet sich natürlich auch an die intelligenten Könner, die damaligen, die ursprünglichen Gymnasiasten, die es mal gab. Und da legt er ganz locker los. Der macht das auch perfekt und der kann es auch. Das funktioniert ganz im Gegensatz zu dem Kollegen Schmidt. Der nennt das dann Äquivalenzumformung und macht auch tolle Zeichen dazu. Aber was er von alle Äquivalenzumformungen hält, mal vielleicht hört man es ganz kurz. Ja, dann macht er eine Probe. Das ist aber nicht das Gute an der Äquivalenzumformung, sondern was ich immer wieder gesehen habe, und zwar, das betrifft alle Jahrgänge in Mathe, also ab 7. Klasse ungefähr, die können keine Gleichungen lösen und stehen dann wie Ochs vorm neuen Tor und machen riesige Fehler, die Schüler, und wundern sich dann, ja, wie kommt man denn auf irgendwelche Lösungen? Ich habe dann, weil meine Gleichungen lösen Videos gar nicht mehr kamen, vorher 230.000 Zugriffe, es ging ja hintereinander weg, ne, mal ganz kurz, und dann plötzlich ab 2019, 2020, ab hier war schon Schluss. Ab hier war Schluss. Ich kann mich sehr gut erinnern, also es hat nichts mit Corona zu tun, ne? Ich kann mich sehr gut erinnern, dass damals im 10. Klasse Lehrbuch Mathematik Realschule drin stand, dann ab irgendeinem Jahrgang, ja so ungefähr 10. Kapitel, die Logarithmen, so ungefähr wie kurz abgekürzt, der ganze Satz darunter, Logarithmen gibt es auch, aber das behandeln wir hier nicht. Es wurde ein Ding nach dem anderen aus dem Lehrplan rausgestrichen. So wie die Kinder nicht mehr normal rechnen können und sich nicht mehr mit dem sauberen Hinschreiben von mathematischen Lösungen und so weiter beschäftigen. Das wurde alles geklaut. Und ich befürchte leider, auch dieser Verdacht muss sich jetzt erhärten, das Thema Gleichungen lösen, was so wichtig ist in höheren Klassen, gruselig. Ganz einfach gruselig. Ich meine damit, wie muss man rangehen? Ganz einfach, von vorne, auch mal zeigen, was dann auf beiden Seiten passiert. Das Äquivalenzumformung, das gleiche, Valenzgültigkeit, dass also Umformungen auf beiden Seiten das gleiche hervorrufen und nicht das Gute daran ist, obwohl er das Wort erklären will und er erklärt es nicht. Das Gute ist, dass man eine Probe machen kann. Nein! Naja. So, und da habe ich den ganz bösen Verdacht und deswegen bitte ich um Diskussion. Habe ich nur diesen Verdacht oder so wie andere Kollegen oder Professor Krötz auch, will man uns das unbedingt austreiben, beziehungsweise den Schülern austreiben, sodass, wenn sie schon noch ein bisschen rechnen können, dann plötzlich wieder wie Ochs vorm neuen Tor stehen.
Wer sich zum Beispiel diese Videos dann mal anguckt hier und die Kommentare, ja, endlich mit 42 habe ich es kapiert, auch da sieht man, das war vor 8 Monaten, der Mann ist aber kein Schüler mehr. Oder Baujahr 64 vermute ich oder was auch immer. Ja, echt lustig, jetzt musste ich, früher hätte ich früher mal so einen Mathelehrer gehabt. Also das sind keine Leute mehr, die irgendwelche Schüler jetzt sind. Das hat einfach vor 3 Jahren spätestens aufgehört. Vorher hatte ich viele Kommentare darunter, alle 3 bis 4 Jahren, vor 3 bis 4 Jahren. Ich habe hier nach Jahren geordnet. Man kann ja sortieren nach Top-Kommentare beziehungsweise den anderen. So, und dann sieht man blöderweise, was ist denn hier los? Tja, auf zur Diskussion, was ist passiert? Stehe ich alleine da oder gehe ich recht in der Annahme, dass sogar auch ein bisschen höhere Mathematik, denn manche zählen das ja schon zu Abi und sonst was für großen Fähigkeiten, dass selbst das bisschen höhere Mathematik ab der 7. Klasse, Realschule zumindest, dass das den Schülern jetzt auch noch ausgetrieben werden soll. Was gibt's noch für Ergänzungen? Ran damit. Ich bin gespannt auf die Kommentare, aber bei alledem keine Beschimpfungen und die sind alle doof und so weiter. Das wissen wir selber. Das wollen wir hier nicht hören. Das ist nicht neu und auch nicht höflich. Wir wollen doch höflich bleiben. Und die armen Schüler, die können nichts dafür. Machen uns nichts vor, wenn die schlechtesten Abiturienten Lehrer werden. Also, woher soll es denn kommen? Gut. Na dann. Feuer frei, schönes Wochenende und ich freue mich auf die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht was, erwerbt Wissen, aber macht das gut. Tschüss, tschüss.